Recht herzlich willkommen zur Folge Nummer 67 von Dwarf Fortress mit dem Vorboss Grafik Pack und dem Therapist. Ja, machen wir gerade einmal ganz kurz den Therapist auf. Ich hatte letztes Mal hier was von Bäcker erzählt, das ist aber ein Butcher, Butchery. Das ist die Schlachterei, also der Schlachter war das hier unten, ne? Aber das ist jetzt geklärt und besser ist es, glaub. Oh, ich sehe gerade, hier haben wir ja auch noch einen, der kann 3 und da nur 2. Warum das denn? Was macht er denn sonst so? Ja, da müssen wir mal den Pop-Up haben. Ach, da ist ein Kind. Und der kann schon Farming 3. Interessant. Eigentlich ja, aber eigentlich auch nicht. Warum geht es nie an? Geht nie an. Okay, weil es Kind ist wahrscheinlich. Aber er wird dann ein guter Farmer werden, wenn er ausgewachsen ist, ne? Das ist ein toller Bauernsohn. Okay, dann gehen wir hier wieder gucken und ja, machen wir erstmal da die Pause raus. Und letztes Mal hatten wir ja... Was hatten wir letztes Mal? Gute Frage. Ne, Emigranten gehabt. Die haben wir ja alle aufgenommen. Und wir hatten oben geguckt, hier bei dem. Können wir hier eigentlich noch was wegmachen? Ja, hier können wir doch noch... Oh, super. Was ist jetzt los? A caravan von Batokok has arrived. Da oben. Na, schön. Prima. Ich hätte gerne aber wieder meine Ansicht. So, und hier können wir noch was wegmachen, denke ich mal, ne? So, dick. Nicht doof, sondern dick. Ich glaube, bis da. Ich weiß nicht, ob das da... Ne, ich glaube, das ist schon außen. Das geht und hier geht ja auch noch, ne? Gut. Escape. Weiterlaufen lassen. Ich weiß gar nicht, ob der da oben schon was gemacht hat. Es sieht so aus, als ob hier was passiert ist, ne, oder? Ne, das ist das, was ich ausgewählt habe. Ne, dann ist nichts passiert. Da soll einer Kreaturen melken und die sind aber nicht da. Auch schön, ne? Okay. Da kommt die Karawane gerade an. Dann gehen wir doch mal schnell hier rein und gucken. Trader requested a table, you don't have a broker. B machen wir dann mal. Ne, war schon richtig. Und G, was machen wir damit? Ja, da haben wir schon ganz viele Sachen, die da sind, ne? Ja, komm, das machen wir jetzt erstmal alles wieder da rein. Muss ich alles eingeben. Das ist aber eigentlich alles schon da. Ich habe es noch nicht so ganz verstanden, aber vielleicht geht das nur so, dass die das auch mitnehmen können dann. So, klack, 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 klack. Liegt schon alles drin, wie man so sieht. Können die auch alles haben hier, Kronen und Bracelet und wie sie alle heißen. So, weiter geht's nach unten. Wir müssen nur gucken, dass wir gleich irgendwie das hinkriegen, dass da einer den Handel betreibt. Ob den Marble einer mitnimmt, ich glaube nicht. Dann machen wir das mal weg. Ah, was haben wir denn hier noch so? Wheelbarrows. Das sind alles Anziehsachen. Die lassen wir mal alle schön hier erstmal. Finished Good Bins, okay. Oder Bin. Den Goblin, den können wir ja mal verkaufen, oder? Gucken, ob sie die haben wollen. Ja, da gibt's noch ganz viele Sachen, aber wir lassen es mal damit auch gut sein, denke ich. Ja, komm, fertig. Keine Eidler, doch. Ne, keine. Es wird also noch was hingebracht, das ist schon mal gut.
Dann müssen wir gleich gucken, dass das irgendwie mit den Karawanen auch funktioniert. Und irgendwo ist ein Dieb. Auch schön. Wo sehen wir ihn? Ich sehe ihn nicht. Ist er außen irgendwo? Da hat er schlechte Karten, weil gerade die Karawane kommt. Ja, müssen wir gucken. Zoom Location. Wo ist das X? Da oben ist es, okay. Ja. Das hat sich dann auch wahrscheinlich erübrigt, ne, oder? Ja, der haut ab, da brauchen wir gar nicht hinterherlaufen. Gut, weiter geht's. Pause raus. Geht da. Karawanen kommen und schauen wir mal, dass es weitergeht. Electro-Ground vom Sculling Cliffs. Wo ist der jetzt? Ja, da vorne sehe ich ihn jetzt nicht. Wo ist es diesmal? Ich sehe das X jetzt wieder nicht. Ah, da oben an der Ecke. Auch wahrscheinlich egal. Ja, der läuft auch weg. Brauchen wir uns auch keine Gedanken drum machen, ne? Gut. Spearman. Wo ist der jetzt? Ah, direkt davor. Läuft der auch weg? Der läuft auch weg. Super. Ja. Okay. Jetzt bin ich nur am Überlegen, ob unsere Brücke überhaupt noch funktioniert. Kann ich mich gar nicht mehr dran entsinnen. Nee. Oder doch. Kuh war schon richtig, ne? Add Task. Großes P wie Pull Lever. Die Brücke geht. Okay, dann können wir das nochmal machen. Ah, großes P. Pause raus. Brücke geht wieder runter, oder? Ja. Oh, da kommt noch eine Karawane. Gut, dass das geklappt hat. Ja, ich denke mal, da wird es noch nicht so weit sein, dass die fertig sind. Doch, Trade geht. No. Soon sind sie fertig. Okay. Da oben, der steht da. Achso, der fällt Bäume, sehe ich gerade. Das ist ja auch gut. Und was machen andere Tasks hier? Da Crutch und Splint sind da in Auftrag. Wird da oben noch gebraut? Ja. Und wie sieht's in der Küche aus? Passiert da noch was? Ich schätze mal nicht. Ah, Enter und Repeat. Erstmal Essen kochen ein bisschen. Da passiert nichts und da auch nicht. Das ist auch gut so. Im Esszimmer ist alles okay, da gammelt nichts mehr, das ist raus, das ist auch gut. Letzte Wagen kommt da jetzt gerade noch rein. So, und da liegen noch ganz viele, die beerdigt werden müssen, also haben wir da noch ein Problem. Hier unten ist Masonry, aber wir müssten erstmal gucken, ob wir noch Dingens haben. Ja, ist es. Ne, N ist Nestbox. Kleines N ist Wurre. Ja, das heißt, wir können noch welche, haben wohl noch welche. Das heißt, wir müssen mal gerade... Das war die falsche Richtung wieder. Noch welche aufstellen, glaube. Da oben gehen auch noch ein paar. Dann sollten wir hier mal was machen. 6 Stück sind noch machbar. Jetzt hatte ich gerade die Falltaste berührt. Da hat das nicht geklappt.
Und zwei haben wir noch. Das war der letzte. Dann können wir 6 Leute wieder bestatten. Und ich glaube, wir können hier unten nochmal einen Auftrag geben, dass noch mehr gemacht werden, wenn nicht der Auftrag schon da ist. Okay, Constructor steht da. Die anderen, da steht nichts drin. Auch schön, ne? D und Repeat. Und dann machen wir mal Cancel, das ganze Ding. Cancel. Current Task ist C. Gut. Weiß zwar nicht, was jetzt passiert, aber nur... Einer läuft da schon mal hin, ein Mason. Und der macht Türen. Weiß nicht, ob wir 2 überhaupt haben, ne? Können wir mal gerade nachgucken. Masons sind eigentlich 2 da. Das müsste also funktionieren. Gut. Ah, da kommt auch schon der 2., oder? Ne, das ist immer noch der 1. Alles klar, der macht weiter Türen. Okay. Da oben sind überall Türen, die haben wir auch, glaube ich, letztens erst eingebaut, ne? Build Door. Gibt's auch welche? Building Present, dann gibt's da wohl schon Türen, denke ich mal. Hätte ich jetzt nicht gedacht, sah so aus, als ob keine da wären. Da oben ist schon eine Tür. Da sind überall Türen. Da auch. Da auch. Ich glaube, hier können wir noch eine hinsetzen. Wie sieht's vorne aus? Da brauchen wir noch nichts. Da oben sind Türen. Da ist ein Treppenhaus, aber keine Türen. Da brauchen wir keine Türen. Aber hier bestimmt. So, da unten hin. Da eine. Und die letzte. Gut, Türen haben wir auch reingesetzt. Gucken wir weiter. Sind da schon welche von Coffins gemacht worden? Tap oder E-Tap? Lil Gasmusus has been possessed. Tja, da müssen wir erstmal wieder gucken, was mit dem los ist. Sehe ich das hier? Ja, da ist Strange Mode. Zoom. Wo ist er? Da oben. Und App wie Follow und laufen lassen. Wo läuft er hin? Hinten in den Workshop da. Claimed hat er. Er läuft aber los und holt sich bestimmt irgendwas. Das ist schon mal gut. Aus den Remains holt er sich irgendwelche Knochen oder sowas. A stray horse for Tom has been found starved to death. Okay, er bastelt was, aber sieht nicht gut aus, denke ich mal. Das heißt, ihm fehlt hier noch was. Was steht denn da? This building has been claimed by Item Lel Gasmosus Farmer. Item Bones, need bones, bars of metal. Bars, metal. Das wird wohl das Problem sein. Okay. Dann haben wir schon wieder ein Problem. Smelter, Wood Furnace, Smelter, Melt a Metal Object. Aber da unten haben wir ja auch dieses hier. Und Repeat. So, jetzt ist nur die Frage, wer macht den Smelter, ne? Gibt es da überhaupt einen? Gute Frage, ne? Er läuft da hoch und holt da irgendwas, fährt aber woanders hin. Also hat er wahrscheinlich nichts damit am Hut. Gehe ich von aus.
Da unten läuft noch ein Steinmetz lang, der macht das aber auch nicht. Ja. Ah, hier ist Smelter. Ist inaktiv. Jetzt müssen wir mal gerade gucken, ob es überhaupt einen gibt, der das machen kann. Dafür müssen wir in einen Therapist rein und gucken, ob es hier einen gibt, der das macht. Boxböcken, gibt es da sowas überhaupt? Wo gehört's zu? Das ist die nächste Frage. Metal Crafting, Blacksmithing, Armoring, Weaponing. Glaube. Das müsste hier irgendwo in dem Bereich liegen. Furnace Operating, kann das das sein? Ich weiß nicht, das ist aber eher, ja, könnte sein. Dass das dazu gehört, dann haben wir ja einen. Dumet Nishiden. Okay. Dann gerade wieder zurück und dann gucken wir nach Dumet Nishiden oder so ähnlich. On Break ist der. C und F. Ah, guck mal, der Kollege hier, der ist da raus. Der hat sich noch was geholt. Auch schön, ne? Ah, das heißt, wir haben schon alles. Auch gut. Okay, habe ich kein Problem mit, dass der schon seine Sachen alle hat. Wir können auch trotzdem weiter da Metall schmelzen. Das ist ja auch kein Problem, denke ich. Okay, die Leaven Soon steht da. Auch schön, ne? Die sind noch gar nicht so lange da und wollen schon wieder abhauen. Aber wir sind noch rechtzeitig gekommen. Zink Cage könntest du auch haben. Nimm die Käfige alle mit, die bauen wir notfalls neu. Nee, das will ich nicht abgeben. Was ist das denn jetzt hier alles? Alles weg jetzt hier. Dass wir weniger Zeug hier haben, ey. Ah, komm, egal, weg, alles weg. Da oben ist nur einer. Ach, das kann man auch fassweise verkaufen, okay. Aha, gut, dann habe ich das jetzt verstanden, ne? Weiß zwar nicht, wo Wex ist, aber ist auch egal. Vielleicht haben wir... Nee, das haben wir bestimmt letztes Mal irgendwann gekauft. Und das jetzt wieder verkaufen wäre auch Blödsinn, ne? Das lassen wir schön hier dann. Leder. Nee. Das kann alles weg, das ist okay, das verscheuern wir jetzt mal alles. So. Okay, das haben wir alles gemacht. So, das kann definitiv alles weg.
Alles weg. Warum das jetzt so braun-gelb ist oder so, keine Ahnung. Wahrscheinlich sind das irgendwelche Elfen. Egal. Alles weg. Da ist Leder, das nicht weg. Dann sind wir schon durch, oder? Ich glaub schon. Ja. So, was wollen wir von dem haben? Das ist die gute Frage. Bronzebars ist ja nicht schlecht, ne? Wie viele Tausende von Euros können wir denn da tauschen? Wird jetzt gar nicht angezeigt, oder wie sehe ich das? Fireclay, Lehm. Warum alles nicht? Das sieht alles so ein bisschen Ropes. Komm hier, Pigtail. Immer noch zwei. Flask. Motorskin sind das, glaube ich. Die möchte ich gerne haben. Musikinstrumente brauchen wir nicht. Das ist Spielzeug, das wollen wir dann auch nicht. Und das ist ja teuer hier, wa? Das muss wohl ein Edeljack gewesen sein, dass er so teuer ist. Tiere kosten viel Geld hier. Ich glaube, Getränke brauchen wir nicht. Alder Barrel, ne. Das ist Allowed White, sind 61.901. Machen wir darüber, kann das sein? Dass da die Preise nicht mehr angezeigt werden? Eigentlich wird doch der Preis da angezeigt. Steel Warhammer kostet nur 3. Bronze Pick nehmen wir auch noch. Da oben wäre noch eine Iron Pick. Tja. Iron Battle Eggs. 6 kostet es nur. Keine Ahnung, warum das jetzt hier gerade so billig ist. Oder werden die Preise nicht angezeigt und das sind nur die Gewichte. Irgendwie sieht das komisch gerade aus. Aber Trade. Haben wir gemacht. Dann sollen die das mal alle mitnehmen und ist gut. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir keinen Trade Broker haben. Dann wird nur so Tauschgeschäfte gemacht wahrscheinlich. Okay, soweit so gut. Dann würde ich aber sagen, soll's für die erste Runde wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.